aus Klagenfurt. Einen herzlichen Willkommensgruß aus dem sonnigen Süden. Immer noch etwas schneebedeckt und zum Skifahren gerüstet. Ja, ich freue mich, dass einige schon auf Sendung sind. Andere werden vielleicht noch dazukommen. Wir werden diesen Abend heute gleich wieder beginnen, indem wir die Zeit richtig nützen. Es wird heute ein vielleicht etwas außergewöhnliches Thema sein. Ihr habt den Titel, den ihr in der Überschrift lesen könnt, die Sprache als Kommunikationsmittel Gottes. Ein Thema, das ich schon des Öfteren eigentlich einmal so aufgreifen wollte und ich noch nirgends irgendwo so richtig dazugekommen bin, das zu behandeln. Aber es sollte ein Thema sein, das ebenfalls mit der Bibel etwas zu tun hat natürlich und mit der Kommunikation, die Gott mit den Menschen führt. Und da geht es ja auch um die menschliche Sprache. Und wir haben es ja auch in der menschlichen Sprache mit einem, eigentlich mit einem großen Wunder zu tun. Und darüber wollen wir heute etwas sprechen. Das Wunder der menschlichen Sprache, aber es gibt ja viele Sprachen, so können wir von einem Wunder der menschlichen Sprachen in Mehrzahl reden. Und über diese Sprachen, über alle möglichen Sprachen in dieser Welt, kommuniziert Gott mit den Menschen. Und das war ja nicht immer so. Es hat ja begonnen mit einer Sprache. Und darüber werden wir heute nachdenken gemeinsam. Ein Thema, das natürlich auch mit der Entstehungsgeschichte der Bibel zu tun hat und überhaupt mit der Entstehung der Religion, der Gottesbeziehung. Wir haben jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Themen uns sehr intensiv mit der Frage der Inspiration der Bibel, der Interpretation, der Autorität der Bibel, der Auslegungen der Bibel und auch der daraus entstehenden Konflikte beschäftigt. Wir haben also einen ziemlichen Bereich abgedeckt an verschiedenen Themen. Und das, was wir heute behandeln, das geht an die Wurzeln der Inspiration gleichzeitig. Und das ist ja auch die menschliche Sprache, über die Gott sich den Menschen offenbart hat. Und darüber werden wir heute Abend uns gemeinsam Gedanken machen, wie das begonnen hat und wie sich das durch die ganze Geschichte hindurch entwickelt hat. Der ganze Problemkreis der menschlichen Sprache in der Kommunikation mit Gott. Ja, und weil zur Kommunikation mit Gott auch das Gebet dazugehört, wollen wir es nach unserer Gewohnheit auch heute Abend so machen, dass wir mit einem Gebet beginnen. Ich darf euch einladen, dass wir Stille halten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diesen Abend, den du uns schenkst, für die Gelegenheit, die du uns über dieses Medium wieder gibst, dass wir gemeinsam dein Wort betrachten dürfen, über deine Kommunikation, über deine Verbindung zu sprechen und nachzudenken, die du von Anfang an mit Menschen haben wolltest, die du geschaffen hast. Wir bitten dich, dass du uns heute durch diesen Abend geleitest, dass du die Technik gut funktionieren lässt und dass dein Heiliger Geist unsere Gedanken lenkt und dass jeder, der jetzt auch zuhört und alle, die weiter noch dieses Thema hören werden, auch davon profitieren können und etwas einen tieferen Einblick bekommen in das, wie du versucht hast, mit uns Menschen in Verbindung zu kommen. Segne unser Beisammensein und unser Studium, das wir jetzt machen wollen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Gut, dann steigen wir in das Thema ein. Ich habe mir einen Bibeltext an den Beginn unserer Überlegungen ausgesucht, der vielleicht am besten den Einstieg ermöglicht in unser Thema, und zwar aus dem Hebräerbrief. Ich hoffe, jeder hat seine Bibel auch dabei, dass wir nicht nur hören, sondern auch miteinander lesen im Wort Gottes. Und da lesen wir in Hebräer Kapitel 1, das erste Kapitel, eine sehr bekannte Aussage, die davon spricht, dass Gott tatsächlich mit den Menschen spricht, dass er gesprochen hat. Und hier wird uns ein grundsätzlicher Gedanke vermittelt, der damit zu tun hat. Da heißt es in Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles, durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Das heißt, dieser Text hat hier mehrere Gedanken. Zunächst einmal ein Gedanke, der Schlussgedanke hier in diesem zweiten Vers, durch ihn, also damit davon ist, oder hier ist von Jesus die Rede, durch Jesus hat Gott die Welt gemacht. Damit sind wir in unserem Gedanken an den Beginn der Weltgeschichte gesetzt, an die Schöpfungsgeschichte, wie es im ersten Buch Mose steht, wo die Bibel mit den Worten beginnt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hier wird uns in diesem Text grundsätzlich einmal gesagt, dass der, der dieses Wort gesprochen hat, dass es Jesus war. Wie es ja auch im Johannesevangelium heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und letztendlich wurde dieses Wort auch Fleisch. Und als Gott die Welt geschaffen hat, in 6 Tagen, hat am sechsten Tag auch den Menschen geschaffen und hat von Anfang an mit dem Menschen geredet. Das heißt, Gott hat hier eine Kommunikation mit dem Menschen geführt, den er soeben geschaffen hatte. Und wir wollen uns jetzt, ich möchte heute nicht auf diese verschiedenen Weisen eingehen, von denen hier die Rede ist, dass Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Das werden wir in unserem nächsten Thema näher ansehen. Wir wollen uns heute grundsätzlich nur mal mit diesem Element der Sprache beschäftigen, deren sich Gott bedient hat, um mit dem Menschen zu kommunizieren. Das hat mit der Frage zu tun, und die wollen wir uns einfach einmal konkret hier an den Beginn stellen. Was ist denn eigentlich die Grundvoraussetzung, die notwendig ist, damit Gott mit den Menschen überhaupt kommunizieren kann? Und ich glaube, die Antwort ist gleich, die Grundvoraussetzung für eine solche Kommunikation ist einfach einmal die Sprache selbst. Es ist auch die Grundvoraussetzung für eine Kommunikation, eine vernünftige Kommunikation zwischen Mensch und Mensch. Auch zur Kommunikation von Mensch zu Mensch ist die Sprache etwas sehr Wichtiges. Man merkt es erst dann, wenn jemand nicht mehr spricht und wenn die Sprache nicht da ist. Ich habe heute gerade am Nachmittag einen Besuch gehabt von einer Mutter, deren Enkel zur Welt gekommen ist und nie eine Sprache gelernt hat oder nie sprechen konnte. Da fehlte etwas im Gehirn, dass das Kind die Fähigkeit bekam, eine Sprache zu erlernen. Und spätestens dann, wenn man so ein Erlebnis hat, dann weiß man, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Mensch sprechen kann. Und genau darüber werden wir uns heute Gedanken machen. Das heißt, womit musste Gott gleich von Anfang an bei der Schöpfung den Menschen ausstatten, begaben, wenn wir das so nennen wollen, um überhaupt mit den Menschen kommunizieren zu können? Und da sind wir wieder, die Antwort, die wir da haben, ist die Sprache.
die wir sprechen. Wir nehmen das als so selbstverständlich hin, dass wir sprechen und wissen, machen uns vielleicht gar keine wirklichen Gedanken darüber, welches Wunder eigentlich hinter dieser Sprache steht. Und grundsätzlich, wenn wir in die Natur schauen, in die Schöpfung Gottes, dann bekommen wir aber auch den Eindruck, dass nicht nur die Menschen eine Sprache sprechen, sondern auch die Kreatur. Das auch heißt, es gibt viele Tiere, die wir beobachten können, ob es Vögel sind, ob es Fische sind, ob es Landtiere sind. Wir wissen heute durch die wissenschaftlichen Forschungen sehr viel, dass es auch eine Kommunikation unter Tieren gibt. Und wir müssen uns fragen, wenn Gott der Schöpfer auch dieser Kreatur ist, der Schöpfer der Tiere ist, dann wird ja auch Gott eine Möglichkeit geschaffen hat, dass er mit diesen Tieren kommunizieren kann, auf irgendeine Weise. Für uns Menschen ist das vielleicht, wir hacken das ab mit der Vorstellung, ja, diese Kommunikation mit Gott, das geht dann über die Instinkte der Tiere, wie auch immer. Wir wissen, dass Gott sich um jedes Tier kümmert und sicherlich jedes Tier liebt und auch eine Möglichkeit haben muss, auch in gewisser Weise, wie auch immer es geartet sein mag, mit den Tieren zu kommunizieren und ihnen auch irgendwo eine Möglichkeit zu geben, ihr Leben in der rechten Weise ihrer Art entsprechend zu gestalten und auch untereinander, unter den Tieren miteinander recht umzugehen. Nun wissen wir von der Bibel her, wenn wir jetzt die Bibel als Grundlage unseres Verständnisses haben, dass Gott von Anfang an den Menschen mit dieser Gabe ausgerüstet hat, mit dieser Gabe der Sprache. Wir haben auch gleich einen Hinweis, wie Gott von Anfang an mit den Menschen gesprochen hat. Und das erste Mal, wo wir einen Gedanken darüber haben, das ist im 1. Mose 1. Ja? Schauen wir uns einmal einen Text an, der uns darüber Auskunft gibt, was denn eigentlich die ersten Wörter waren, das erste Gespräch, das Gott mit Menschen geführt hat, das erste, was er den Menschen gesagt hat. Ja? Auf das werden wir auch in unserem nächsten Vortrag zurückkommen, weil wir daraus schlussfolgern werden, was wollte denn Gott eigentlich letztendlich mit dieser Sprache und mit dem, was er den Menschen sagte. Aber heute nur mal grundsätzlich dieses Element der Sprache. Da heißt in 1. Mose 1, Vers 28, also nachdem hier im Vers 27 gesagt wird, dass Gott den Menschen geschaffen hat, zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und wenn wir hier von Menschen als vom Bilde Gottes sprechen, also das ist quasi ein Gegenüber Gottes, dann entdecken wir, dass Gott diesen Menschen als einzige Kreatur mit einer Sprache ausgerüstet hat, in der er selbst, der Schöpfer, mit den Menschen dann ins Gespräch geht. Und da heißt es hier, das Erste, was Gott hier sagt, in Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, das erste Mal, spricht zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann heißt es, und Gott sprach weiter, und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen und so weiter. Also das heißt, hier kommt eine ganz konkrete Sprache ins Spiel, wo Gott mit den Menschen redet und ihnen hier gleich eine Orientierung für ihr Leben gibt, einen Auftrag gibt. Jetzt müssten wir uns die Frage eigentlich stellen, auch wenn sie jetzt vielleicht überraschend kommt, wenn ich diese Frage jetzt stelle, haben Adam und Eva jetzt in dieser Situation Gott überhaupt verstanden? Wenn das nicht möglich gewesen wäre, dann hätte Gott wahrscheinlich nicht mit den Menschen geredet. Das heißt, dass Gott ihnen das gesagt hat, setzt voraus, dass der Mensch Gott jetzt hier von Anfang an verstanden hat. Er verstand die Sprache Gottes. Denn er war ja kein kleines Kind, das erst geboren wurde.
Und wir wissen, dass kleine Kinder, die geboren werden, denen muss erst eine Sprache beigebracht werden. Die müssen erst mühsam eine Sprache lernen. Die müssen erst Laute anfangen zu artikulieren. Und wir wissen, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist bei kleinen Kindern, bis sie eine Sprache lernen. Das heißt, alle Menschen, die auf dieser Erde geboren worden sind, mussten als Kinder erst eine Sprache erlernen, die ihnen ihre Eltern beigebracht haben, in welcher Sprache sie auch immer dann aufgewachsen sind. Aber die ersten Menschen, vor denen wir stehen, stehen hier als fertige Menschen, und es steht hier nirgends, dass Gott jetzt hier den Menschen erst einen Sprachunterricht gegeben hat, dass er ihnen gezeigt hat, wie sie die Lippen bewegen sollten, wie sie den Mund verwenden sollten, die Zunge verwenden sollten. Und ihnen so eine Sprache vermittelt, wie wir das unseren kleinen Kindern, Säuglingen, vielleicht schon lernen. Vielleicht ist uns das oft gar nicht richtig bewusst, aber hier stehen wir vor einem Faktum, dass uns die Bibel jetzt zunächst einmal darstellt, dass der Mensch, kaum war er geschaffen, hat er die Möglichkeit gehabt, Gott als seinen Schöpfer zu verstehen in dem, was er ihm sagte. Und da war es nicht nur so, dass der Mensch Gott nur verstand in seiner Sprache, sondern dass der Mensch gleichzeitig auch die Fähigkeit hatte, selbst die Sprache zu sprechen und selbst auch die Sprache etwas weiterzuentwickeln. Ja, er beherrschte diese Sprache. Wo können wir das sehen? Das können wir dort feststellen oder dort erkennen, dass Gott dem Menschen diese Möglichkeit gegeben hat, diese Gabe der Sprache auch zu pflegen, auch zu entwickeln und kreativ damit umzugehen. Das ist da, wo der Mensch den Auftrag bekommt, gleich in 1. Mose 2, den Tieren Namen zu geben. Das ist ja eigentlich ein unwahrscheinliches Sprachexperiment, wenn wir so sagen, eine Kunst eigentlich, die der Mensch von Anfang an beherrscht hat. Das heißt, Gott hat ihn mit dieser Gabe ausgerüstet, Sprache auch gleichzeitig also zu formulieren und Wörter zu empfinden, Begriffe zu erfinden. Denn das heißt hier, und Gott der Herr machte aus Erde, in Kapitel 2, Vers 19, 1. Mose, ja, und Gott der Herr machte aus Erde alle Tiere auf dem Felde und alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Das heißt, jetzt müssen wir davon ausgehen, Gott hat den Menschen jetzt nicht gesagt, pass auf, dieses Tier nennst du so, dem gibst du den Namen. Der Mensch hat die Möglichkeit bekommen, in seinem Verstand, und das ist ja eine grundsätzliche Voraussetzung, dass der Mensch einen Verstand hat, jetzt diese Sprache selbstständig zu gebrauchen, kreativ zu werden und in dieser Sprache alles Mögliche zu benennen, was jetzt die Natur hier betrifft, die Tiere. Und dann heißt es hier im Vers 20, und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und die auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden. Und dann schafft Gott hier den Menschen, die Eva, die wir dann haben. Und dann kaum ist die Eva geboren, Gott bringt die Eva aus der Rippe des Adams hervor, wie es im Vers 22 heißt, und dann er brachte sie zu ihm. Und was macht der Mensch jetzt? Er zeigt, wie er jetzt diese Sprache beherrscht, indem er jetzt anfängt, mit seinem Vis-à-vis zu kommunizieren. Das ist das erste Mal, wo der Mensch jetzt eine Sprache gebraucht hat, nicht mehr um nur Tiere zu benennen oder vielleicht dann auch irgendwelche Pflanzen, das wird ja auch irgendwo einmal entstanden sein, und alles andere, sondern hier kommt das erste Mal ins Spiel, dass Adam seine Sprache für seinen Partner, für seine Partnerin verwendet. Und gleich in einer sehr bewundernswerten Form. Ich habe da in einem Buch gelesen, da hat jemand den Gedanken gehabt, dass der Adam hier gleich so in einer Poesie seine Sprache verwendet hat, indem er gesagt hat, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein
Und Fleisch von meinem Fleisch, das ist ja so ein Reim, den er hier so macht, ja. Man wird sie nennen, Männen nennen, weil sie von Manne genommen ist. Also man kann ja diese Aussage als einen Freudensausbruch beschreiben. Das ist doch Fleisch von meinem Fleisch, das ist doch Bein von meinem Fleisch. Adam hat nur gemerkt, dass die Tiere Partner haben, aber er selber keine. Und das musste für ihn jetzt ein großes Wunder gewesen sein, eine große Überraschung, eine große Freude, die er hier zum Ausdruck bringt, dass er jetzt etwas hat, das ihm ähnlich ist, ja? Und mit dem er jetzt die gleiche Sprache spricht. Das heißt, die Eva wird das im Augenblick, wo sie die Augen aufgemacht haben, wird sie den Adam logischerweise auch verstanden haben und diese Sprache verstanden haben. Denn was hätte das sonst für einen Sinn gehabt? Das heißt, beide, der Mensch, Adam und Eva, haben von der ersten Sekunde ihres Lebens, wo sie das Bewusstsein bekommen haben von Gott, auch gleichzeitig eine Sprache mit in ihr Leben bekommen. Das ist das jetzt, was uns die Bibel sagt. Jetzt stehen wir aber mit dieser Vorstellung, mit all dem, was hier an den ersten Blättern der Bibel steht, stehen wir in absoluter Konfrontation mit der Evolutionstheorie. Und ich möchte heute Abend, Entschuldigung, ich möchte heute Abend auch dieses Thema der menschlichen Sprache in der Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie mit euch durchdenken. Denn auch darüber gibt es ja Theorien, denn eine Welt, eine Wissenschaft, die nicht glaubt, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass die nicht glaubt, dass Gott einen fertigen Menschen geschaffen hat, der von der ersten Sekunde an völlige Intelligenz besaß, die Sprache besaß und alles, ja, der glaubt ja auch nicht, dass der Mensch von vornherein eine vollkommene Sprache beherrschte. In der Evolutionstheorie würde das, was ich heute Abend hier in der Einleitung gesagt habe, das würde schon ganz stark belächelt werden. Nicht? Wie kann man denn so primitiv sein? Das gibt es doch gar nicht. Der Mensch hat sich vom Affen her entwickelt und folgedessen hat auch keine Sprache von Anfang an gehabt, denn die Affen sprechen ja keine menschliche Sprache und kein anderes Tier spricht eine Sprache wie wir. Also ihr merkt schon, das passt in das Evolutionsmodell überhaupt nicht hinein. Das, was wir jetzt hier in der Einleitung gesagt haben und das, was wir dann weiter besprechen, ist eine Auseinandersetzung gleichzeitig mit der Evolutionstheorie. Wie die Evolutionstheorie die Entwicklung oder die Entstehung der Sprache, den Ursprung der Sprache versteht und erklärt und wie wir damit auch wieder mit der Bibel in Konfrontation stehen. Ein Thema also, dass es wert ist, dass man sich das einmal anschaut und das ebenfalls ein wichtiges oder wichtige Argumente für mich beinhaltet, um hier auch gegen diese eigenartigen Vorstellungen der Evolutionstheorie etwas zu sagen. Und ich mache das auch deshalb, weil wir in diesem Jahr auch dieses sogenannte Jahr Darwins haben. Und ich meine, und ich werde auch zwischendurch in meinen Themen, die wir so im Laufe unserer Abende haben werden, werde ich immer wieder versuchen, auch so hier diese Bezüge zu finden und darzustellen. Denn wir stehen hier in einer Welt, in einer Konfrontation mit einer darwinistischen Lehre, die alles dem Zufall zuschreibt. Und selbst das Komplexeste und Komplizierteste, das es in dieser Schöpfung gibt, alles dem natürlichen Zufall zuschreibt. Und ich glaube, dass es in diesem Jahr Darwins angebracht ist, dass wir unsere Themen auch in diesem Sinne gestalten und hier auch einen Beitrag leisten für eine Aufklärung aus der Bibel heraus und gleichzeitig die Bibel als eine Informationsquelle darstellen, die es wert ist, dass wir sie auch heute im 21. Jahrhundert als wissenschaftliches Buch durchaus akzeptieren können. Ich habe hier ein interessantes Buch, das heißt Der Mensch, ein sprechender Affe. Das habe ich vor Jahren schon einmal gekauft. Ich habe es in einer christlichen Buchhandlung gefunden von Roger Libby. Und ich kann das Buch, falls es es noch gibt, jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema etwas beschäftigen möchte. Der Mensch, ein sprechender Affe? Fragezeichen.
Eigentlich müsste man sagen, wenn der Mensch, wenn man den Vergleich oder das Problem der Sprache betrachtet, dann müsste man eigentlich eher die Frage stellen, ist der Mensch nicht eher ein sprechender Papagei oder ein sprechender Kolibri? Denn von diesen Vögeln habe ich schon selber die schönsten Erfahrungen gemacht und ich habe mich zu Tode gelacht. Oft in Linz habe ich da eine Glaubensschwester immer wieder besucht, die hatte einen Papagei gehabt, ja. Und als ich da hineinkam, habe ich gedacht, da redet jemand mit mir, der hat wirklich ganze Sätze ausgesprochen, die total verständlich waren. Ja. Und ein Beispiel, an das ich mich erinnern kann, nicht? Da habe ich ein Gespräch geführt, eine Bibelstunde mit dieser Schwester gehalten. Und als ich dann am Schluss war und ich habe so angefangen darüber zu reden, dass ich mich jetzt verabschieden werde, auf einmal sagt der Papagei aus dem Käfig heraus, er gehst jetzt. Also wirklich, habe ich gedacht, total menschliche Sprache. Ja. Und da hat er einige so Sätze zwischendurch, wenn ich da was erklärt habe, immer wieder solche Sätze ganz verständlich gesagt. Und die haben mir damals schon gedacht, na interessant, einen Affen würde man nicht dazu bekommen, dass er nur ein Wort irgendwo vielleicht heraus, ich habe es noch nie erlebt, vielleicht gibt es da und dort, aber dass da ein Affe irgendwelche eine menschliche Sprache spricht oder das nachahmen kann oder ein ganze Sätze, wie das bei Papageien oder bei Kolibris oder anderen vielleicht noch Vögeln der Fall ist, ist ja nicht möglich. Ja? Wir glauben aber, und die Wissenschaft lehrt uns, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und da müssen wir, und im Affen leben jetzt ja schon immer noch ja, Millionen, wie man so sagt. Und es ist noch nicht gelungen, auch mit bestem Bemühen einem Affen eine menschliche Sprache beizubringen und ihm doch vielleicht einige Sätze nachsprechen zu lassen. Geschweige denn, dass er selber drauf kommt, was er jetzt hier sagen sollte, wie es zum Beispiel dieser Papagei in einer Situation ganz deutlich sachgemäß, also zum Thema passend, kann man sagen, ausgesprochen hat. Das heißt, ich habe hier in diesem Buch, und da möchte ich heute ein paar Gedanken, möchte ich euch einleitend ein paar Gedanken zu vermitteln, also ein Teil von dem, was ich euch bringe, habe ich auch aus diesem Buch, die Grundidee mir zurechtgelegt. Da geht es hier um evolutionistische Theorien, also er setzt sich hier auch mit evolutionistischen Theorien aus, wie die Evolution versucht, die Herkunft der menschlichen Sprache zu erklären. Und da gibt es also verschiedene Theorien, wie sich der Wissenschaftler überlegt haben, wie könnte der Mensch angefangen haben zu sprechen. Nicht? Dass wir heute eine perfekte Sprache sprechen mit was weiß ich, Tausenden von Vokabeln in jeder Sprache, das ist selbstverständlich. Aber wenn wir von der Idee ausgehen, dass der Mensch einmal irgendwo aus einem affenähnlichen Tier sich entwickelt hat und dort nirgends nur ein Wort in dieser Richtung existiert, da muss man sich ja Gedanken machen, wie kam es denn zu dieser Entwicklung der Sprache bei Menschen? Das ist ja noch mindestens ein so ein großes Problem wie die Abstammungslehre selbst. Und ich möchte heute Abend in diesem Thema auch darauf aufmerksam machen, welche interessanten Parallelen es gibt zwischen dem, was die Wissenschaft über die Entwicklung der Sprachen sagt und was sie über die Entwicklung der Arten sagt, also der verschiedenen Arten von Menschen und Tieren und Pflanzen. Ja? Dass wir hier also faszinierende Parallelen finden können in der Argumentation. Zunächst einmal habe ich hier einige Theorien, also die es wert sind und die sicher zum Schmunzeln anregen oder Anlass geben, wenn man sich das überlegt, wie die Wissenschaft sich Gedanken darüber gemacht hat, wie es beim Menschen in seiner Höherentwicklung von Affen zu Menschen irgendwo zur Ausformung der Sprache oder zur Entwicklung der Sprache gekommen sein soll. Da gibt es zum Beispiel, das ist das erste, Punkt A, die Wow-Wow-Theorie. Kann man sich vielleicht schon denken, Hunde machen Wow-Wow, vielleicht hat der Mensch probiert, den Hund nachzumachen und hat daraus dann eine Sprache entwickelt. Also hier steht, diese Ansicht besagt, dass die ersten menschlichen Wörter Nachahmungen verschiedener Naturlaute gewesen sein mochten. Ja? Also genau in dieser Richtung. Vielleicht hat der Mensch irgendwo Tiere gehört, wie sie da irgendwelche Laute sprechen und dann hat er angefangen, das irgendwie nachzumachen. Der Mensch hatte die Möglichkeit, alle möglichen Tierarten, also
Laute nachzuahmen. Und hier haben sich Wissenschaftler echt darüber überlegt, das könnte sein, dass mit dem dann irgendwo die menschliche Sprache begonnen hat. Aus diesen Grundbausteinen heraus, aus diesen Naturlauten heraus, hätten sich im Weiteren die heutige Sprache entwickelt. Charles Darwin selbst war ein Vertreter dieser Ansicht. Das heißt, diese erste Wow-Wow-Theorie, das war die Theorie, der auch Darwin zugeneigt war und gemeint hat, so könnte irgendwo der Mensch seine Sprache weiterentwickelt haben oder überhaupt erfunden und dann angefangen haben zu kommunizieren damit. Also unglaublich. B, also die nächste Theorie, die Auer-Theorie, nicht die Auer Flughafen Wien, ja, sondern die Aue, also Auer, die Auer-Theorie. Dieser Meinung nach stehen an der Basis der Sprache, der Sprachen Aufschrei durch Emotionen hervorgerufene Ausrufe. Also es könnte so gewesen sein, dass der Mensch, wenn er sich da irgendwo wehgetan hat, er dann irgendwo irgendwann einen Aufschrei und dass aus diesen Schreien heraus sich dann eine Sprache weiterentwickelt hat, dass der Mensch angefangen hat, dann weiter so Laute zu formulieren, um damit dann irgendwo eine Sprache zu finden und zu kommunizieren. Also unglaublich. Eine nächste Theorie, die ich da gefunden habe, das ist die sogenannte Hauruck-Theorie. Hauruck, also aus diesem Ding, da heißt es hier, bei dieser Idee geht es um Folgendes. Ausrufe bei gemeinsamen körperlichen Arbeiten seien der Ausgangspunkt der Sprachen gewesen. Also das heißt, da haben jetzt ja diese affenähnlichen Wesen, die sich da mehr und mehr aufgerichtet haben als Menschen, haben da angefangen zusammenzuwirken und da irgendwie schwere Dinge aufzuheben oder was gemeinsam zu machen. Und haben sie sich gegenseitig irgendwo versucht, das Kommando zu geben und aus dem heraus mit irgendwelchen Urlauten und aus dem heraus sollte dann die Sprache sich entwickelt haben. Also wer das glaubt, es ist unglaublich, nicht? Aber wenn man wissenschaftlich denkt, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als über solche Vorstellungen da hineinzukommen und zur Entwicklung der Sprache zu kommen. Oder eine weitere Theorie, ich habe gestaunt, wie viele Theorien das gibt, aber eigentlich nie eine Ahnung gehabt, wie man sich das vorstellt. Da heißt es die Ding-Dong-Theorie. Was heißt das? Dieser Ansatz kann wie folgt umrissen werden. Jedes Ding habe seine natürliche Resonanz. Analog bringe jede Vorstellung im Kopf einen charakteristischen Klang hervor. Also das heißt, da haben die Menschen gemerkt, wenn sie da irgendwo auf einen Gegenstand klopfen, auf Holz oder auf irgendwelche Steine oder was, dann bringt das irgendwelche Klänge hervor. Und diese Klänge haben sie dann versucht irgendwie nachzumachen und haben dadurch gelernt, irgendwo ihre Sprache, also ihre Laute und Sprachen zu formulieren. Also eine weitere Theorie, eine nächste Theorie, die Tata-Theorie. Die ersten Sprachversuche gehen gemäß dieser Vorstellung auf Nachahmungen der Gebärdensprache durch die Zunge zurück. So habe man zum Beispiel begonnen, mit der Zunge die Gebärden des Winkens zu imitieren. Also man tut normal winken mit den Händen oder vielleicht mit den Augen und da sind die Menschen dann irgendwo drauf gekommen, dass eine Theorie, also die Wissenschaftler sich da gemacht haben, könnte sein, dass sie angefangen haben, dann die Zunge zu bewegen in gewissen Weise und angefangen haben, mit der Zunge da sich da zu üben in irgendwelchen Lauten und da eine Art Gebärdensprache, ja, eine Ausdrucksweise zu entwickeln. Also unglaublich, wenn man sich da hineinversetzt in einen Tiermenschen, der sich da entwickelt, dass der auf solche Ideen kommt, nicht? Sich da solche Gedanken zu machen, wie könnte er jetzt vielleicht mit einem Mitmenschen, mit dem anderen, mit seinem Weiblein oder mit anderen Stammesgenossen irgendwie zu kommunizieren. Dann ein nächster Punkt, die Darabum-Theorie. Also Darabum-Theorie, was heißt das? Diese Theorie besagt, dass die Sprachen aus rituellen Tänzen und magischen Beschwörungen entwickelt worden seien. Das heißt, die Menschen haben angefangen zu tanzen und irgendwelche magische Beschwörungen zu machen. Da muss man sich fragen, ja, wo haben sie diese Idee her, dass es da irgendwelche Beschwörungen möglich gibt? Das kann man im Tierreich natürlich nirgends irgendwo finden und plötzlich kamen die auf die Idee, dass man da vielleicht irgendwie mit
höheren Wesen kommunizieren könnte. Ihr seht schon, da setzt man das ja unwahrscheinliches Verständnis schon voraus. Auf der einen Seite, die diese Primaten quasi gehabt haben sollten, und auf der einen Seite mutet man ihnen überhaupt nichts zu, ne, dass sie irgendeine Intelligenz gehabt haben. Und so aus diesen Tänzen dann irgendwelche Laute entstanden sind, die man sich dann gegenseitig dazugeworfen hat, und daraus dann im Laufe von Hunderten, Tausenden von Jahren irgendwo eine Sprache entstanden sein sollte. Oder eine weitere Theorie, die sogenannte Sing-Sang-Theorie. Was heißt das? Hier geht es um die Ansicht, dass die Sprachen aus Gesängen hervorgegangen seien. Das heißt, da setzt man voraus, und das ist eine Vorstellung, die Wissenschaftler also hier haben, dass es möglich ist, dass die Menschen schon früher, also bevor sie die Sprache gekannt haben, dass sie schon singen konnten. Das heißt, sie haben also irgendwelche Töne von sich gegeben, vielleicht gewisse Urlaute einfach in verschiedensten Tönen. Und aus diesen verschiedenen, aus den Übungen dieser verschiedenen Töne hat man dann letztendlich angefangen, Laute zu artikulieren und schon eine Sprache zu entwickeln. Also das sind so einige Theorien. Eine andere Theorie ist dann noch die Theorie Mutter-Kind-Beziehung. Da heißt es, hier meint man Folgendes: Die Sprache soll sich wesentlich aus der Kommunikation zwischen Mutter und Kind entwickelt haben. Also man weiß ja, dass wenn Affen zum Beispiel ihre Babys pflegen, dann gibt es da auch eine Kommunikation, nicht? Und irgendwelche Laute, die da von sich gegeben werden. Und irgendwo, wo der Mensch sich dann aus diesen Primaten herausentwickelt hat, hat er natürlich weiter mit die Mutter mit dem Kind angefangen, da zu kommunizieren mit irgendwelchen Lauten. Und daraus schön langsam, nicht, von einer Generation zum anderen. Die eine ist ausgestorben, die andere hat das weitergemacht. Und so ist es dann zur Entwicklung von Sprachen gekommen. Also eigentlich unglaublich, was hier der Wissenschaft glauben muss. Also da passt für mich der Satz wieder sehr treffend, den ich da irgendwann mal gelesen habe, wo es heißt, was der Wissenschaftler Unwahrscheinliches glauben müssen, um nicht an die Bibel glauben zu müssen. Wir müssen uns die Frage stellen bei diesen Theorien, was braucht es denn eigentlich, was braucht der Mensch eigentlich, um überhaupt eine Sprache sprechen zu können und solche Laute zu artikulieren zu können, wie wir das als Menschen können. Denn es gibt keinen Vergleich in der Tierwelt, wo das möglich ist. Denken wir auch an Gesänge, nicht? Welche hohen, tiefen Töne und alles Mögliche es gibt. Das heißt, auch darüber hat sich die Wissenschaft Gedanken gemacht, und man weiß heute, dass der Mensch eine Sprache deshalb sprechen kann, weil er einen bestimmten Kehlkopf hat, eine bestimmte Art von Kehlkopf, einen Rachen hat, der dazu geeignet sein muss. Stimmbänder, die entsprechend gestaltet sind. Das nehmen wir alles so selbstverständlich hin, aber wir wissen, in der Tierwelt gibt es das nicht. Das heißt, wenn aber da eine Entwicklung zum Menschen stattgefunden hat und daraus dann ein entsprechender Mensch entstanden sind, dann hätte sich ja das alles erst entwickeln müssen. Und das alles von selbst ist ja unwahrscheinlich. Da braucht es eine bestimmte Art von einer Mundhöhle, eine bestimmte Zunge, die zu bestimmten besonderen Fähigkeiten ausgestattet ist. Dann braucht es auch eine bestimmte Zahnstellung, eine bestimmte Zähne. Wir wissen, auch wenn wir die beste Sprache gelernt haben und den Menschen fallen dann irgendwo die Zähne aus, und sehen das bei alten Menschen, wenn sie dann keine Sprache haben, dann wird die Sprache sehr holprig. Also das geht viel von dieser Sprache verloren. Aber das Wichtigste ist ja, um eine Sprache richtig sprechen zu können, ist ja letztendlich das Gehirn. Das heißt, der Mensch braucht eine bestimmte Art Gehirn, dass es überhaupt möglich ist, dass er solche Laute formulieren kann, solche Artikulationen machen kann. Und natürlich auch einen Verstand, der selbstständig denken kann, der letztendlich dann die Sprache, das, was der Mensch empfindet, was er denkt, dass er das in Worte kleiden kann. Das ist nirgends in der Natur ist so etwas zu beobachten, dass das irgendein Wesen, ein anderes tierisches Wesen zur Verfügung hat. Also
Das ist ein unwahrscheinlich komplexer Bereich, was hier allein sich im menschlichen Körper von, wenn das vom Übergang zum Menschen, vom Tier zum Menschen gedacht werden sollte, was sich da rein in Bezug auf die Sprache alles im Menschen verändern musste, dass das überhaupt möglich ist, dass der Mensch eine Sprache erlernt. Ich habe hier im Internet auch ein bisschen gesucht und da kann man auch einiges finden. Und habe hier einen Text gefunden, den ich euch vorlese, wie man hier sich da vorgestellt hat, in einem Text, also gibt es ja verschiedene Theorien, vorhin haben wir schon einige gelesen, hier ein Text, den ich euch vorlese. Man kann also davon ausgehen, dass der Homo sapiens, also der Mensch, der sich da aufgerichtet hat, Vorteile hatte, die ihm ein Überleben und ein Durchsetzen seiner Art ermöglichten. Hier kann man seine Flexibilität und seine Imitations- und Sprachfähigkeit nennen. Das ist auch eine Fähigkeit, die der Mensch bekommen hat. Die Imitationsfähigkeit, das heißt die Nachahmungsfähigkeit des Menschen. Und da heißt es hier, diese Nachahmungsfähigkeit ist eine Grundlage für die Entwicklung einer Sprache, da sie ermöglicht, dass Sprache nicht von jeder neuen Generation neu entwickelt werden muss. Aber wir wissen, dass jede Sprache von jeder Generation, das heißt von jedem neuen Kind, neu erlernt werden muss. Das heißt, auf das werden wir dann später noch zurückkommen. Aber hier ist das Nachahmungselement, das heißt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Dinge nachzuahmen und jetzt hat er auch die Fähigkeit, eine Sprache nachzuahmen. Und das wissen wir, das ist im Prinzip auch in jedem Tier und in jedem Vogel und überall ist das eigentlich dieses Nachahmungselement ist da drinnen. Aber in einer primitiven Form bei Tieren und in einer hochentwickelten Form bei Menschen. Insgesamt heißt es hier, gibt es nur wenig Wissen über diese Zeit, wo der Mensch sich da entwickelt hat und da seine Sprache entwickelt hat. Man nimmt jedoch an, dass diese Frühmenschen in wässrigen Gegenden zum aufrechten Gang gezwungen wurden. Dadurch lernten sie die Hände besser benutzen und zum Beispiel zu werfen. Außerdem änderte sich die Position des Kehlkopfes, das heißt, der Mensch hat jetzt plötzlich durch diese Veränderung, weil er aufrecht gegangen ist, jetzt auch einen anderen Kehlkopf bekommen. Das ist ja wirklich fast wie ein Witzblatt, wenn man das so hört hier, aber es ist hochwissenschaftliche Überlegungen. Dadurch veränderten sich auch relevante Gehirnstrukturen, also mit dem aufrechten Gang, weil er da in wässrigen Gegenden marschiert ist und dann aufrecht gegangen ist, haben sich jetzt plötzlich auch die Gehirnstrukturen verändert. Da muss man sich vorstellen, auf diese Art und Weise, die eine verbesserte Mimik sowie verbesserte motorische Fähigkeiten der Hände ermöglichten. Also der Mensch hat gelernt, mit seinen Händen besser umzugehen durch diese Entwicklung, ja, dass er sich da aufgerichtet hat und angefangen hat, also aufrecht zu gehen. Es wäre also denkbar, dass der Homo sapiens, also der Mensch, aber auch vielleicht schon frühere Gattungen, die bei den Primitiven, also bei den Primaten, eine Gebärdensprache entwickelt haben. Also es ist hier ein Versuch, ganz konkret irgendwo zu beschreiben, wie da dieser Prozess mit der menschlichen Entwicklung gleich auch zu einem aufrechten Gang, nicht vom Vierbeiner zum aufrechten Gang, wie sich über diesen Weg gleichzeitig auch das Gehirn verändert hat und die Sprache des Menschen sich entwickelt hat auf primitive Art und Weise. Und das so etwa von 3 bis 1 Millionen Jahre, denn man schätzte ungefähr, dass so der Übergang von den affenähnlichen Wesen bis zum aufrechten Gang irgendwo schon langsam schon bei 2, 3 Millionen Jahren stattgefunden hat. Ja? Also da stehen wir hier wirklich vor einem interessanten Gedankenkomplex, den wir in der Wissenschaft finden, der jetzt völlig im Widerspruch steht und völlig im Gegensatz steht zu dem, was wir aus der Bibel haben. Das heißt, die Herkunft und der Ursprung der Sprache aus der ist eigentlich wenn wir das nur mit dem also was wir bis jetzt gesagt haben, wenn wir nur das überlegen, dann müssen wir sagen, also so kann es sicher nicht gewesen sein. Das wäre undenkbar, dass sich eine Sprache der Menschen sich auf eine solche Art und Weise entwickelt hat. Das heißt,
Ich würde jetzt persönlich zu dem Schluss kommen, dass eigentlich der Besitz der menschlichen Sprache, die Fähigkeit des Menschen, diese Sprache zu sprechen, ein absoluter Beweis dafür sein muss, dass der Mensch nicht aus Zufall entstanden ist, sondern dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, der ihm bei seiner Erschaffung diese Sprache mit in sein Gehirn gegeben hat und die Fähigkeit in seine menschliche Fähigkeit hineingelegt hat. Es wäre unmöglich, von einer Existenz einer menschlichen Sprache zu sprechen, die aus reinem Zufall in langen Zeiträumen der Entwicklung entstehen hat können. Dafür gibt es auch keinerlei Beweise und damit wollen wir uns auch heute Abend noch weiter beschäftigen. Wir wissen im Gegensatz, auch wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, der Mensch hat jetzt nach der wissenschaftlichen Vorstellung eine Entwicklungszeit von etwa 1 Million Jahre, wo er angefangen hat, so die Urlaute zu sprechen und angefangen hat, sich in der Sprache etwas zu artikulieren, nicht? So mit Urlauten nur, wie wir es da vorhin gesehen haben, dann beherrscht der Mensch jetzt so nach wissenschaftlicher Vorstellung schon etwa, also es gibt dann ziemlich deutliche Hinweise, man ist der Überzeugung oder wissenschaftliche Vorstellungen gehen in die Richtung, dass vor 100.000 Jahren diese ersten Primaten, da meint man schon irgendwelche Neandertaler in dieser Zeit schon ausfindig gemacht zu haben oder diese Cro-Magnon-Menschen, ne, die gibt es da so diese alten Menschen. Dass etwa vor 100.000 Jahren diese Menschen, diese Urmenschen, schon irgendwelche, also schon eine größere Artikulation ihrer Sprache beherrscht haben sollten. Ja? Das würde dann bedeuten, schon seit über 100.000 Jahren spricht der Mensch jetzt schon eine Sprache, die sich jetzt in alle möglichen Arten entwickelt hat, aber wir wissen, es würde nur eine Generation ausreichen, damit diese Sprache wieder vollkommen weg ist. Würden wir theoretisch uns vorstellen, dass kein Mensch, der jetzt ein Kind gebiert, mit dem Kind eine Sprache spricht? Würden die Kinder zur Welt kommen von Menschen, die schon eine fertige Sprache haben, die ein Gehirn haben, das eine Sprache sprechen kann, einen Rachen, eine Stimmbänder, alles haben? Alles ist da, was der Mensch zu einer Sprache braucht, braucht sich nichts mehr entwickeln. Und wir wissen, wenn Eltern ein Kind gebären und wenn ein Kind zur Welt kommt und die Eltern würden mit diesem Kind nicht sprechen und würden das Kind nicht anfangen zu lehren, ja, würde es nie sprechen lernen. Es gibt hier bei dieser Theorie, eine dieser Theorie, wo ich da vorhin gesagt habe, dass es auch da diese Mutter-Kind-Beziehung betrifft, da ist hier die Meinung, somit habe sich die erste Sprache, Entschuldigung, somit habe sich die erste Sprache allmählich aus Ausdrucksformen wie Lallen von kleinen Kindern, ne? La 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 la, so machen ja die kleinen Kinder. Und aus diesen ursprünglichen Formen sollten sich simple Lautverbindungen ergeben haben und Einwortsätze und aus dieser Entwicklung heraus sich stets höher entwickelt haben. Also wir wissen, dass ein Kind, wenn die Eltern das Kind nicht lernen, mit der Zeit einzelne Worte zu sprechen, das Kind würde über das Lallen selber nicht hinauskommen. Es würde keine Möglichkeit besitzen, da eine eigene Sprache zu sprechen, würde gar nicht auf die Idee kommen, wenn es nicht gelehrt werden würde und wenn es nicht Menschen in seiner Umgebung hätte, die ihm das Sprechen beibringen oder wo es das Sprechen einfach nachmachen kann. Also es würde eine Generation reichen, um eine Entwicklung, wie die Wissenschaft sagte, völlig praktisch wieder rückgängig zu machen, obwohl die Fähigkeit im Menschen da wäre, eine Sprache zu sprechen. Aber das heißt, der Mensch muss die Sprache gelehrt bekommen. Und wenn wir da zurückgehen jetzt in die Urzeit, also wo Gott den Adam und die Eva geschaffen hat, dann hat es dort diese Sprache gegeben. Gott hat den Menschen mit dieser Sprache ausgerüstet und er hat sie praktisch seinen Nachkommen einfach weitergegeben. Es wäre unmöglich, dass hier die Sprache von selbst entstanden sein konnte, aus dem Nichts, so quasi aus dem Tierreich heraus. Also
nicht möglich über lange Zeiträume, dass sich eine Sprache einfach so entwickeln hätte können. Das nächste Problem, das wir dann haben mit diesem Sprachproblem, ist natürlich dann die Vielfalt der heutigen Sprachen, die wir haben und der Sprachen, die wir aus der Geschichte der Menschheit kennen. Ja? Man schätzt, oder es ist ziemlich genau erfasst heute ja schon, dass auf der ganzen Erde heute etwa 6000 Sprachen gesprochen werden. Und diese 6000 Sprachen teilt die Wissenschaft ein in dieser Sprachforschung in etwa 20 sogenannte Großsprachfamilien auf allen verschiedenen Kontinenten. Das heißt, wir wissen, dass auf allen Kontinenten unterschiedlichste Sprachen gesprochen werden und die Wissenschaft meint herausgefunden zu haben, dass es verschiedene Sprachen gibt, die sich sehr ähnlich sind und darauf werden wir näher eingehen, die also sehr ähnlich sind und von daher meint man, dass es eine gemeinsame Entwicklung gegeben hat. Jetzt gibt es aber sehr große Probleme auch, die auch die Wissenschaft so schwer lösen kann und bis heute keine wirkliche Lösung hat. Ich habe hier einen Text auch in einem Internetstudie gefunden, wo man auf die Sprachenvielfalt allein in Nord- und Südamerika eingegangen ist. Und da heißt es hier von einem wissenschaftlichen Forscher namens Greenberg, wenn Greenberg recht hatte, gehören alle Indianer Nord-, Mittel- und Südamerikas, also auch jene aus den viel späteren Hochkulturen der Inkas, der Azteken oder der Mayas zu einer einzigen Superfamilie der amerikoindischen Familien. Aber mehr konservative Forscher glauben, also das heißt, hier ist ein Forscher der Überzeugung, dass eben diese indianischen Sprachen, deren es ja hunderte gibt, ja, in ganz Amerika in der Urzeit, dass das Indien her, dass die Völker von Indien gekommen sind, also von Asien irgendwo, und die haben sich dort über Amerika, über die Beringstraße da eingesiedelt und da ist das zu seiner amerikoindischen Sprachfamilie gekommen. Ja. Andere, mehr konservative Forscher glauben, dass man hier mindestens 30 verschiedene Sprachfamilien unterscheiden muss. Also allein unter diesen nord- und südamerikanischen eingeborenen Sprachen, die es zum Teil heute noch gibt, ja, 30 verschiedene Sprachfamilien. In jedem Fall bleibt es aber rätselhaft, weshalb sich so viele verschiedene Sprachentypen aus nur einer Einwanderungswelle vor vielleicht 20.000 Jahren habe bilden können. Also ich habe jetzt letzte Woche gerade einen interessanten Bericht gelesen, da hat man eine Versteinerung gefunden und man hat diese Versteinerung identifiziert als menschlichen Kot. Und man hat den untersucht und ist mit einer Datierungsmethode und ist dann drauf gekommen, dass dieser Kot etwa 13.000 Jahre alt sein sollte. Und jetzt habe ich dann den Bericht gelesen, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift ist das gestanden, dass man jetzt da so draufgekommen ist und annimmt, dass also Menschen schon vor 13.000 Jahren in Südamerika eingewandert sind. Und in demselben Bericht ist gestanden, das ist eine neue Erkenntnis, die man jetzt hat, weil früher hat man geglaubt, dass es erst vor 14.000 Jahren die Menschen gab, die dort eingesiedelt sind. Als wäre das ein großer Unterschied, ne? Zwischen 13.000 und 14.000, wenn man sonst von 100.000 Jahren der Menschheitsgeschichte spricht. Ja. Und hier ist in diesem Bericht ist von 20.000 Jahren die Rede, dass da irgendwelche asiatischen Familien da über die Beringstraße nach Nordamerika und Alaska und runter nach Südamerika dann weitergewandert sind und sich dort dann diese Sprachen in dieser relativ kurzen Zeit jetzt ausgebreitet haben sollten. Ja? Also 30 verschiedene Sprachfamilien, die aber in hunderten Sprachen im Einzelnen sich manifestieren, ja, heute noch. Jetzt wissen wir, die Evolutionstheorie behauptet ja, dass alle Sprachen einen gemeinsamen Ursprung haben. Ich habe hier wieder einen Text in diesem Text hier. Mit der Theorie der Monogenese ging man allerdings bedeutend weiter und da heißt es hier, letztlich seien alle Sprachen der Welt auf eine Ursprache zurückzuführen.
Die Sprache sei im Zuge der Entwicklung des Menschen als Primatentier über die Homoniden und zum Homo sapiens entstanden. Ja? Also von einer Sprache. Und jetzt sagt man hier in diesen wissenschaftlichen Texten, dass so etwa von 20 bis 30.000 Jahren, da hat man schon sehr hochgebildete und hochentwickelte Neandertaler Spuren gefunden in Höhlen und so weiter, nicht? Die schon irgendwelche Schmuckstücke fähig waren zu erzeugen und so weiter. Aber man findet in diesen Höhlen, hat man nirgends noch irgendwo Schriftzeichen gefunden, so dass man annimmt, dass diese Leute auch die Schreibung nicht gelernt haben oder nicht gekannt haben. Und wenn das stimmt, nicht vor 20.000 Jahren hat auch kein Mensch noch geschrieben, denn die Schrift, das weiß man heute, ist höchstens etwa vor 3000 bis 3500 Jahre vor Christus, also ordnet auch die Wissenschaft die ersten schriftlichen Aufzeichnungen irgendwo ein. Das heißt, man muss natürlich davon ausgehen, dass dann die Neandertaler, von denen man meint, dass sie vor 20 bis 30.000 Jahren schon gelebt haben, da und dort, dass die schon noch eine sehr primitive Sprache hatten, also noch gar nicht richtig fähig waren, richtig zu kommunizieren, wie wir das heute machen. Ja. Aber interessant ist, vor 4.000 bis 5.000 Jahren jetzt, also wenn man zurückgeht jetzt von unserer heutigen Zeit, 4.000 bis 5.000 Jahre zurück, da gab es auf der ganzen Erde schon sehr komplexe, hochentwickelte Sprachen. Das heißt, wir haben selbst, die Wissenschaft muss zugeben, dass also die Sprachenvielfalt sich in einer relativ kurzen Zeit entwickelt haben sollte. Das heißt, etwa innerhalb von 10.000 bis 20.000 Jahren sollten sich praktisch bis etwa vor 2000 vor Christus, 3000 vor Christus, da waren alle Kontinente schon besiedelt und da gab es schon alle möglichen verschiedenen Sprachen. Jetzt hätte sich praktisch diese Sprache von Urmenschen bis zu den Menschen vor 2000 vor Christus ungefähr in kürzester Zeit eigentlich in einer so einer Vielfalt entwickeln sollen. Und das ist eigentlich ein Rätsel. Ich habe noch nie wirklich persönlich die Gelegenheit gehabt, über dieses Thema mit einem echten Sprachforscher zu sprechen. Aber das würde mich heute sehr interessieren, ne, wie man hier das Ganze erklären möchte. Ich habe ja da in einer Internetstudie gefunden auch, dass man schätzt, dass vor 10.000 Jahren, wir glauben ja von der Bibel her, dass die Welt vor 10.000 Jahren noch gar nicht existiert hat, geschweige denn vor 20 und 30.000 Jahren, da irgendwelche Menschen schon in Höhlen gelebt haben. Das ist ja alles nur ein wissenschaftliches Modell. Die Bibel spricht ja auch dagegen. Ja? Und über dieses Sprachargument werden wir auch hinkommen, dass das alles auch von der Seite her nicht stimmen kann. Ja? Aber man schätzt, also in einer Internetstudie, die ich da gelesen habe, dass man sagt, vor 10.000 Jahren könnten schon etwa 6.000 verschiedene Sprachen existiert haben. Das heißt, dann wäre da innerhalb von einer kurzen Zeit, etwa in ein paar tausend Jahren, sollte sich also eine Vielfalt von 6.000 Sprachen mit grammatikalischen Formen, mit ausgeprägtem Vokabularium und Satzkonstruktionen und so weiter perfekt praktisch entstanden sein. Und das alles aus reinem Zufall von Urmenschen, die noch nicht einmal einen richtigen Verstand gehabt haben. Also wer das glaubt, das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, so etwas nachzuvollziehen. Interessant ist, dass es zum Beispiel allein in Afrika, man schätzt ja, man geht ja davon aus, dass die ersten Menschen in Afrika entstanden sind und von dort her auch die ersten Sprachen kamen. Und heute gibt es auf dem afrikanischen Kontinent weit über 500, zwischen 500 und 800 verschiedene Sprachen auf diesem ganzen Kontinent. Dabei ist das eigentlich noch wenig, wenn man in Neuguinea, die Insel Neuguinea, die also ein Bruchteil nur von der Größe Afrikas ist, da haben Wissenschaftler festgestellt, dass es dort 850 verschiedene Sprachen gibt, die man heute kennt und entdeckt hat. Und die sollen sich alle dort von alleine, von selbst entwickelt haben. Innerhalb kürzester Zeit, denn diese Inseln sind ja selbst nach der wissenschaftlichen Theorie noch gar nicht so lange bewohnt.
Und innerhalb dieser kürzester Zeit will man erklären, dass sich da 850 Sprachen mit vollständiger Grammatik und vollkommenem Vokabularium und unterschiedlichsten sprachlichen Formen soll das entstanden sein. Also ein Ding der Unmöglichkeit könnte ich niemals nachvollziehen. Und wenn man das mit einem Wissenschaftler besprechen wird, ich frage mich, wer würde das wirklich nachvollziehen können, aber wahrscheinlich hat man sich das noch nicht wirklich überlegt. Deshalb stehen wir da vor der Frage, wer hat letztendlich recht? Woher kommen diese ganzen Sprachen, diese Vielfalt der Sprachen? Wir haben vorhin gesehen, auch von der Bibel her müssen wir ausgehen, dass Gott mit Adam und Eva nicht in 6000 verschiedenen Sprachen gesprochen hat, sondern dass es hier am Anfang eine Sprache gab, die Gott mit dem Menschen gesprochen hat. Und es gab keinen Anlass, warum der Mensch verschiedene Sprachen sprechen sollte und warum Gott mit ihm in 6000 verschiedenen Sprachen oder noch mehr sprechen sollte. Das ist sinnlos. Damit möchte ich sagen, dass von der Bibel her wir zu dem Schluss kommen, dass es ursprünglich eine Sprache gab, eine perfekte Sprache, deren sich der Mensch bedient hat und über die Gott mit dem Menschen kommuniziert hat und ihn seinen Willen kundgetan hat. Und darüber, was dieser Wille war, darüber werden wir das nächste Mal sprechen, mehr über die Inhalte, heute einfach einmal über diese Komplexität dieser und dieses Wunder der Sprache, ja, und seiner Entwicklung. Jetzt wissen wir, vor der Sintflut, wir haben etwa 1650 Jahre menschliche Entwicklung, haben wir keinen Hinweis, dass es hier unterschiedliche Sprachen gegeben hat. Wir kommen hin zur Sintflut, dann berichtet uns die Bibel, dass es da zu einer Katastrophe kam, die ganze Menschheit ging praktisch unter, wurde in einer Flut zerstört, was ja die Wissenschaft auch wieder nicht glaubt, aber auch dafür gäbe es genügend Beweise und Hinweise. Jedenfalls, nach der Sintflut haben wir eine Familie und hätten die Menschen vor der Sintflut schon mehrere Sprachen gesprochen, hätten wir spätestens bei der Sintflut nur mehr eine Familie, die überlebt und die die neue Erde besiedelt. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass die dann 10 verschiedene Sprachen gesprochen haben, sondern die würden sich mit einer Sprache begnügt haben und haben auch sicherlich nur diese eine Sprache gesprochen. Denn wir wissen aus der Bibel, dass es nach der Sintflut eigentlich erst eine Antwort gibt, woher diese verschiedenen Sprachen kommen. Und diese verschiedenen Sprachen werden dann auch in Verbindung stehen mit den verschiedenen Völkerrassen, die da entstanden sind und die Ausbreitung der Völker. Und wir haben in 1. Mose Kapitel 12 eigentlich einen ganz einfachen biblischen Bericht, der zeigt, wie es hier nach der Sintflut zur Aufteilung der menschlichen Sprachen gekommen ist. Geschichte ist bekannt, 1. Mose 10, der Turmbau zu Babel. Die Menschen haben sich von nach der Sintflut ausgebreitet, haben sich angefangen wieder zu vermehren. Und es musste schon eine gewisse Anzahl von Menschen gewesen sein, als der Turm zu Babel gebaut worden ist, als diese große Stadt Babel gebaut worden ist. Also es mussten schon einige 100.000 Menschen gewesen sein. Oder ja, vielleicht auf alle Fälle über 100.000 Menschen, nehme ich an, persönlich einmal 100, 150.000 würde ausreichen, um jetzt hier eine Sprachenverwirrung zu erklären, die in einer so einen großen Vielfalt stattgefunden haben konnte. Und da ist uns berichtet hier, ohne jetzt auf die Details dieser Geschichte einzugehen, als die den Turm da gebaut haben, klingt er wie ein Märchen und viele Menschen glauben das ja nicht, aber auch darüber gibt es interessante Überlegungen, wie man das, die Beweise auch in der Archäologie finden kann, dass hier sowas stattgefunden haben könnte. In Vers 7 steht hier, dass Gott hier dieses Unternehmen der Menschen nicht gesegnet hat. Hier ist etwas geschehen, was Gott nicht wollte, dass Menschen da eine Riesenstadt bauen und dann in den Städten eingepfercht sind und die ganze Welt ist leer und könnte von Menschen bewohnt sein, ohne dass sie sich gegenseitig auf die Füße treten. Und da heißt es hier, Gott sagt, wohlan, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie daher von dort in alle Länder, dass sie aufhören musste, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Das heißt, hier haben wir den biblischen Bericht,
der einfach einmal die Tatsache beschreibt, es kam hier in der Geschichte nach der Sintflut, und wenn wir das historisch etwas einordnen, dann kommen wir hier auf eine Zeit ungefähr 2500 vor Christus, vielleicht höchstens 3000 vor Christus, wenn man da die Chronologie der Bibel nicht so ganz rigide nimmt und wörtlich nimmt, dann kommt man ungefähr in diese Zeit, aber nicht mehr. Kommt man in eine Zeit hinein, wo Gott hier sagt, wo die Bibel hier sagt, hier kam es plötzlich, momentan, zu einer Vielfalt einer Sprachenverwirrung. Und man muss sich hier die Frage stellen, na, wie viele Sprachen wird es hier in Babel dann gegeben haben plötzlich? Wie gesagt, heute gibt es etwa 6000 Sprachen, und stellt sich die Frage, der werden wir jetzt hier nachgehen, haben alle diese 6000 Sprachen schon damals in Babylon existiert? Das heißt, hat Gott hier wirklich eine Sprachenverwirrung gemacht, die in eine solche große Größenordnung hineingeht? Tatsache ist, dass, soweit wir zurückgehen können in der Geschichte und wo wir die Völker finden in der Geschichte, wo Aufzeichnungen von Völkern gemacht werden, haben wir Völker mit allen ihren unterschiedlichen Sprachen. Und selbst in der Völkerkunde, und das, was ich vorhin schon erklärt habe, zeigt eigentlich auch da, dass die Wissenschaft gar nicht, auch nicht umhin kam, eigentlich von einem relativen plötzlichen Aufkommen der Sprache zu sprechen, innerhalb von etwa 10.000 bis 20.000 Jahren. Und um das vernünftig zu erklären, reicht dieser Zeitraum ganz sicher nicht aus. Also wenn man das von einer Entwicklung her sehen möchte. Aber es wäre ein Beweis dafür, dass es hier zu einem plötzlichen Auftreten der Sprache gekommen ist. Jetzt, welche Argumente hat die Wissenschaft, um von einer Entwicklung der Sprache zu sprechen, wo man meint, da hat sich eine Sprache in die andere und wieder in eine andere und verschiedene Sprachen von einer zur anderen entwickelt? Die Begründungen dafür werden gegeben, weil es Sprachen gibt, die sehr ähnlich untereinander sind. Man teilt sie in sogenannte Grundsprachen ein, in sogenannte Stammsprachen, wo so Ähnlichkeiten da drinnen sind, und dann meint man, dass sich hier eben diese Sprachen von einer Ursprache, die alle gleich war, immer weiter abentwickelt hat, wegentwickelt hat und dadurch immer wieder neue Sprachformen entstanden sind. Und wie ich schon vorhin gesagt, man geht davon aus, dass die ersten Sprachen in Afrika entstanden sind. Dann spricht man also von diesen ganzen afrikanischen Sprachen, dann von den asiatischen. Man meint, dass diese afrikanischen Menschen sich dann ausgebreitet haben Richtung Asien und dort dann die Sprache sich weiterentwickelt hat und dort wieder neue Sprachen entstanden sind. Dann die semitischen Sprachen, die also aus dem sumerischen Bereich, also aus der Mittleren Osten, das heißt Irak, Iran und dem Zweistromland ausgegangen sind. Dann die indogermanischen Sprachen da aus Indien, China und so weiter. Dann in Südamerika, Nordamerika die sogenannten indianischen Sprachen, die lateinischen Sprachen, die auch hier aus der indogermanischen Richtung gekommen sein sollten. Dann die romanischen und slawischen Sprachen. Also das sind so die großen Sprachfamilien. Und es ist sehr interessant, der Mann hier, der dieses Buch geschrieben hat, Roger Levy, der Mensch, ein sprechender Affe, er vertritt selbst, obwohl er bibelgläubiger Mensch ist und diese Geschichte vom Turm zu Babel eigentlich als Lösung für die Entstehung der Sprache argumentiert, vertritt er selber diese Meinung, dass beim Turm zu Babel damals höchstens so einige Grundsprachen entstanden sind, dass Gott praktisch nicht eine Vielzahl, also in Hunderten oder Tausenden, die Sprachen aufgeteilt hätte, sondern dass es nur einige Grundsprachen gegeben hat, vielleicht so 15, 20 verschiedene Sprachen, in denen sich diese Völker aufgeteilt haben, ungefähr 2500 bis 3000 vor Christus. Und dann in der Zeit nachher diese Grundsprachen sich dann weiterentwickelt haben in eben 6.000 bis 7.000 Sprachen.
Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das kann ich auch nicht glauben. Ich habe also für mich das in Frage gestellt und das möchte ich auch jetzt hier mit euch tun, dass ich nicht der Überzeugung bin, aufgrund dessen, was ich hier für mich studiert habe und die Sprachentwicklungen etwas näher angeschaut habe, dass ich nicht glaube, dass Gott, dass da beim Turm zu Babel nur etwa 10, 15 verschiedene Sprachen existiert haben und die sich dann weiter und weiter in alle möglichen heutigen Sprachen entwickelt haben. Welche Begründungen habe ich? Also man geht davon aus, dass zum Beispiel diese bekanntesten, die germanischen, die indogermanischen und die asiatischen und afrikanischen Sprachen existiert haben. Ich glaube, dass sehr wohl innerhalb gewisser Sprachen, wie im Deutschen zum Beispiel, sich verschiedene Dialekte entwickelt haben. Und wenn man die Geschichte Deutschlands, die Geschichte der deutschen Sprache kennt, dann weiß man, dass einfach hier eine große Vielfalt von verschiedenen Dialekten existiert, wo man zum Teil das Problem hat, wenn man irgendwo in einem Land ist und eine Sprache gewohnt ist, dann die Dialekte, die in anderen Gebieten gesprochen werden, zu verstehen. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal so als Jugendlicher nach Deutschland kam, jetzt möchte ich die deutsche Sprache nicht an den Pranger stellen oder kritisieren. Aber als Österreicher, nicht mit meinem österreichischen Dialekt, verstehen mich ja die Deutschen auch nicht, wenn ich mal richtig kärntnerisch rede oder ihr Vorarlberger, nicht, ihr jetzt zuhört mit euren Ländle-Dialekt. Wenn ich das erste Mal einen Vorarlberger gehört habe, habe ich da auch Probleme gehabt. Zum Glück war ich vorher in Baden-Württemberg und habe dort die baden-württembergische, das Schwäbische kennengelernt. Und als ich das erste Mal dorthin kam, habe ich gedacht, ich bin im Ausland, dass ich das kaum verstanden habe. Dann habe ich das dort gelernt und dann bin ich dann mit den Schweizern in Verbindung gekommen und ihr Schweizer, die jetzt zuschaut, mit eurem Dialekt, ihr wisst ja genau, ihr müsst euch bemühen, Hochdeutsch zu reden, damit wir euch verstehen als Österreicher. Das heißt, wir haben hier also Dialekte, auch in Norddeutschland und so weiter, verschiedene Dialekte, die es gibt. Da hat sich innerhalb der Sprache, haben sich Dialekte entwickelt. Und das ist etwas anderes. Eine solche Sprachentwicklung kann man glauben. Aber dass aus einer solchen Entwicklung eine ganz neue Sprache entstanden ist, aus einem Deutsch dann irgendwo ein Französisch oder ein Englisch entstanden ist, das behaupten zwar viele, dass es so war. Ich persönlich kann dem nicht folgen und ich möchte auch die Begründungen dafür geben. Welche Beweise müsste es dafür geben, dass es tatsächlich eine Entwicklung nehmen wir an, von einer Ursprache oder wie es selbst bibelgläubige Leute heute sagen, von 15 Ursprachen beim Sturm zu Babel, es zu verschiedenen Sprachen gekommen ist, die wir heute sprechen? Wenn das wirklich sein sollte, dann müssten wir ja davon ausgehen, also wenn wir jetzt beim wissenschaftlichen Standpunkt bleiben, dann müssen wir ausgehen, dass die Ursprachen, die ersten Sprachen, sehr primitiv noch waren, wenige Worte hatten, kaum eine Ordnung, keine grammatikalische Ordnung, denn wenn das einfach zufällig entstanden ist, wie kann man dann in den Sprachen eine hohe, komplexe grammatikalische Ordnung finden? Das ist ja ein Hinweis, da muss ja Intelligenz gewirkt haben, dass sowas möglich ist, die Sprache in eine solche Gesetzmäßigkeit zu bringen. Wenn man also davon ausgeht, dass die Sprachen sich entwickelt haben, dann muss man davon ausgehen, dass die Sprachen sich von einer primitiven zu einer höheren Sprache, zu komplexeren Formen entwickelt haben. Dafür gibt es aber keinerlei Spuren in der Sprachgeschichte. Das heißt, es gibt nirgends eine Beweise, die man finden kann, aus denen man schlussfolgern kann, dass sich da von irgendwelchen Sprachen, primitiven Sprachen, eine Sprache höher entwickelt hat. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, wenn wir die alten Sprachen anschauen und die genauer studieren und sie vergleichen, dann werden wir merken, dass die alten Sprachen, die man gesprochen hat, wie das Altbabylonisch, auch in der hebräischen Sprache kann man das nachvollziehen, dass da ursprünglich eine viel komplexere Sprache war und dass im Laufe der Zeit innerhalb dieser Sprache
viel von der ursprünglichen Vielfalt der Sprache verloren gegangen ist, eine Oberflächlichkeit hineingekommen ist im Umgang mit der Sprache. Das heißt, das ist eher eine Degeneration, die stattgefunden hat, als eine Höherentwicklung. Und hier in diesem Buch sagt auch der Autor dieses Buches, oftmals hat sich eine Sprache im Laufe ihrer Geschichte in diverse neue Sprachen aufgespaltet, so meint er das, ja. Und er sagt dann weiter, auch in verschiedenen solchen Fällen können sprachgeschichtliche Veränderungen über große Zeitperioden hinweg untersucht werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Lateinische, das in den verschiedenen romanischen Sprachen seine Fortsetzung gefunden hat. Das heißt, hier ist der Mann der Überzeugung, dass zum Beispiel die lateinische Sprache durchaus eine sogenannte Ursprache gewesen sein konnte, die zum Beispiel beim Turm zu Babel gewesen sein konnte. Also eine ursprünglich von Gott hier erzeugte oder veränderte Sprache. Und aus dieser lateinischen Sprache, die sollte sich dann entwickelt haben. Ja, jetzt muss ich noch korrigieren. Die lateinische Sprache geht hier auf eine indogermanische Sprachgruppe zurück, die es also in dem Fall beim Turm zu Babel auch nach dieser Aussage hier, nach diesem Buch nicht gegeben haben sollte. Denn er gibt ein Beispiel an. Er sagt, in diesem Fall umfasst die verfolgbare Periode etwa 2600 Jahre. Also die verfolgbare Periode der lateinischen Sprache geht auf 2600 Jahre zurück. Und zwar die wohl älteste bekannte lateinische Inschrift, jene auf dem sogenannten Grab vom Romulus, auf dem Forum Romanum, datiert man auf das 7. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, im 7. Jahrhundert vor Christus gibt es da schon eine Inschrift in Latein, vermutet man also, die dort eingegraviert ist. Und da ist bereits eine perfekte lateinische Sprache. Jetzt, wenn diese Sprache 700 vor Christus schon perfekt war, dann musste sich nach diesen Modellen hier diese Sprache vorher bis dorthin entwickelt haben. Ja? Jetzt kommen wir natürlich drauf und auch auf das zu sprechen. Also wenn wir über diese Sprachforschungen sprechen und da etwas Endgültiges aussagen wollen über Sprachen, muss uns bewusst sein, dass die gesprochene Sprache natürlich schon viel älter ist als die geschriebene Sprache. Das heißt, man kann ja nicht sagen, dass dort, wo man eine geschriebene Sprache das erste Mal findet, dass dort der Ursprung dieser Sprache war. Das ist ja nur, da musste erst die Schrift erfunden werden und da hat man ja schon längst die Sprache gesprochen, bevor man die Schrift erfunden hat. Das ist ja auch biblisch so. Wir können nicht davon ausgehen, und das werden wir das nächste Mal noch ein bisschen anschauen, dass Adam bereits schon eine Sprache geschrieben hat, dass die Schreibsprache damals schon existiert hat. Wir wissen aus der Geschichte, dass die Schreibweise, die Schreibe der Sprache erst später entstanden ist und die ältesten Funde gehen auf 3000 vor Christus zurück etwa. Ja? Das heißt, wir haben also tatsächlich es eher mit einer Devolution der Sprache zu tun, als mit einer Höherentwicklung. Und hier lese ich einen Artikel, also einen Abschnitt, wo es heißt, wo man auch immer im Bereich der Sprachgeschichte hinschaut, überall lässt sich deutlich eine Entwicklung des Zerfalls, der Reduktion und der Simplifizierung feststellen, das heißt insbesondere im Bereich der Morphologie und der damit verknüpften Phonologie. Die nachfolgenden Beispiele mögen dabei in ihrer monotonen Aussage etwas stereotyp wirken, denn sie alle künden dasselbe. Die Sprachgeschichte ist auf den Ebenen der Morphologie und der Phonologie durch Devolution, Abwärtsentwicklung und nicht durch Evolution förmlich charakterisiert. Das heißt, alle Sprachforscher, wenn sie in die Ursprachen hineingehen, ob das auf Stein, auf Pergamenten geschrieben ist, wird man draufkommen, dort ist eine hochkomplexe Sprache dort vorhanden, die später in diesen einzelnen Sprachen selbst zurückgegangen ist. Also genau das Gleiche, was wir in der Evolution haben. Wir können nicht von komplexen Formen ausgehen. Also die Evolution geht von primitiven Formen aus und sagt, es hat sich höher entwickelt. Und hier in der Sprachgeschichte machen sie genau das Gleiche, dass sie sagen, die Sprache war ursprünglich primitiv und aus einer primitiven Sprache haben sich komplexe Sprachen entwickelt. Genau das Gegenteil beweist die Sprachforschung, dass ursprünglich komplexere Formen da waren und dann es zu primitiven Formen, zu einer Abflachung der Sprachen gekommen ist.
Es gibt also keine konkreten Spuren einer Höherentwicklung. Nehmen wir das Beispiel der deutschen Sprache. Da haben wir die Möglichkeit, das sehr lange schriftlich zurückzuverfolgen. Wo sind die Spuren einer Entwicklung der deutschen Sprache? Wir wissen, dass zum Beispiel 500 Jahre zurück Martin Luther gelebt hat und es hat damals eine sehr unterschiedliche deutsche Sprachen und Dialekte gegeben. Martin Luther haben wir es zu verdanken, dass er alle diese Dialekte irgendwie zusammengebracht hat und dann eine Bibel verfasst hat, eine Bibel geschrieben hat. Und er hat für diese Bibel, für das Schreiben der Bibel, eigentlich eine neue deutsche Sprache zusammengestellt. Das heißt, er hat versucht, alle möglichen Dialekte und Ausdrücke, die es in verschiedenen Teilen Deutschlands gegeben hat, in den verschiedenen Ländern, hat er versucht, hier diese Sprache zu formulieren und eine einheitliche deutsche Sprache zu bringen. Das heißt, Martin Luther haben wir es zu verdanken, dass es hier von unterschiedlichsten Dialekten, die existiert haben, die so ähnliche Laute gehabt haben und Sprachen, das waren alles Dialekte, aber eine grammatikalische Form der Sprache. Und Luther hat hier eine sehr gemeinsame Sprache geschaffen, was nicht gehindert hat, dass diese Sprache sich dann trotzdem weiter in unterschiedlicher Artikulation zum Ausdruck gebracht hat, auch in Dialekten, die wir heute noch haben. Ja? Das heißt, vor 500 Jahren haben wir eine Sprache, die geschrieben worden ist. Was hat sich jetzt in diesen 500 Jahren, jetzt haben wir immer in einem Zeitraum von 500 Jahren, an dieser Sprache verändert? Wenn wir Luther lesen und viele, die heute Luther lesen, in seiner Originalsprache, Kinder, die heute in die Schule gehen, die würden Luther nicht verstehen. Die könnten Luther, wenn sie ihn lesen, also kaum verstehen. Da sind so viele Wörter drinnen, die anders geschrieben sind. Aber von der Grammatik her, es ist nur die Ausdrucksweise, die Aussprache oder die Schreibweise unterschiedlich. Aber wenn man sich übt da drinnen, dann weiß man, das ist nur anders geschrieben, aber es wird gleich ausgesprochen. Ja? Da hat sich etwas verändert. Aber von der Sprache selbst, dass da irgendwo eine Wörter verloren gegangen sind, ja, dann höchstens nur deshalb, weil man diese Wörter nicht mehr gebraucht, aber keine neuen weiteren erfunden hat, außer es sind neue Begriffe, die wir dann auch aus anderen Sprachen ausgeborgt haben. Es gibt in jeder Sprache eine Anlehnung oder ein Ausborgen von anderen Sprachen. Das heißt, in der deutschen Sprache können wir zurückgehen bis Martin Luther 500 Jahre und wir werden nicht finden, dass sich hier die Sprache irgendwo in eine Richtung entwickelt hat, wo man sagt, da könnte jetzt eine neue Sprache mit einer neuen Grammatik, mit neuen Vokabeln entstehen. Ein Ding-Dong-Möglichkeit. Ja? Wenn wir dann, ja, weitergehen. Da ein kleines Problem hier. Gut. Es gibt also keine weiteren Sprachen. Gehen wir ins Lateinische. Da habe ich da mit dem Autor dieses Buches mit Roger Libby auch einen kurzen Austausch gehabt. Er hat nämlich hier in diesem Buch, wie ich es vorhin schon gelesen habe, behauptet, dass zum Beispiel die lateinische Sprache, die eine Grundsprache war, die sich da irgendwo vor 2000 Jahren irgendwo gegeben hat, möglicherweise sogar vielleicht beim vom Turm zu Babel heraus schon gesprochen wurde. Aber er sagt hier, dass aus dieser lateinischen Sprache, und das ist ja allgemein in der Sprachforschung bekannt, dass sich hier die sogenannten lateinischen oder romanischen Sprachen entwickelt haben. Zum Beispiel das Portugiesisch, das Spanisch, das Katalanisch, das Italienisch, das Rumänisch und auch das Französisch. Ja? Das heißt, da spricht man von sogenannten modernen Sprachen. Und jetzt wird hier, das findet man in allen Sprachforschungen drinnen, dass man der Überzeugung ist, dass zum Beispiel Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch und Französisch aus der lateinischen Sprache sich herausentwickelt hat. Setzt man natürlich voraus, dass es vor 2000 Jahren noch kein Französisch, kein Italienisch, kein Spanisch, kein Portugiesisch und kein Rumänisch gegeben hat, etwa vor 2000 oder 2500 Jahren. Das heißt, mit anderen Worten, müssten sich diese Sprachen in diesen letzten 2000 Jahren entwickelt haben. Ist das grundsätzlich möglich? Ich habe da Informationen gefunden, man spricht hier von einem Frühlatein, das etwa 240 vor Christus gesprochen worden ist.
von einem Altlatein 240 bis 75 vor Christus, das klassische Latein von 75 vor Christus bis 200 nach Christus, das Spätlatein von 200 bis 7. ins 8. Jahrhundert und dann das Mittellatein, da hat sich dieses Latein entwickelt, aber nicht höher entwickelt, interessanterweise, sondern degeneriert. Und jemand, der heute die lateinische Sprache kennt und der will dann einen griechischen Philosophen lesen oder einen römischen Philosophen in lateinischer Sprache, dann wird er sich schwer tun, weil die eine hochgestellte Sprache haben. Also oder 15. bis 17. Jahrhundert, da hat sich auch die lateinische Sprache degeneriert. Sie ist flacher geworden. Sie ist im Vokabularium ärmer geworden, im Gebrauch der Sprache. Das weiß man. Und jetzt haben wir da eine ganz einfache Frage, der ich dann nachgegangen bin. Ja, wenn es das Französisch zum Beispiel, Französisch ist eine Sprache, die ich dann selber gelernt habe, und dann habe ich gedacht, ja, da möchte ich jetzt einmal schauen, wie ist das jetzt? Wenn Französisch zur Zeit Roms noch nicht existiert hat, dann müsste man doch in der französischen Sprache, die ja sehr alt ist und wo man auch zurückgehen kann auf französische Dokumente, die geschrieben worden sind, irgendwo herausfinden, dass sich hier nachweisen lässt, dass in den letzten 2000 Jahren hier sich eine Sprache von Latein in Französisch oder dann auch in Portugiesisch oder Italienisch sich entwickelt hat. Und dem bin ich dann nachgegangen, habe den Roger Libby, den Autor dieses Buches, geschrieben und habe ihn gebeten, ob er irgendeine eine schriftliche Aufzeichnung hat von einer Sprache, wo das Französisch früher gesprochen wurde, vielleicht in 500, 600 Jahren nach Christus. Da haben ja die Franken existiert und man weiß ja, die französische Sprache ist ja eine Sprache, die Franken gesprochen haben. Also müsste man im Volk der Franken, in der Frankengeschichte nachschauen, gab es dort irgendwo so einen Übergang von der lateinischen in die französische Sprache. Und ich habe Roger Livy angeschrieben und habe gesagt, ob er da mir irgendwo einen Text geben kann, ob es sowas gibt in einer Universität oder irgendwas. Und dann hat er mir auch tatsächlich ein Schriftstück zukommen lassen mit dem Hinweis, das hat er an der Sprachuniversität in Genf von einem Professor für Sprachwissenschaft als Beispiel bekommen in die Hand, um zu zeigen, wie sich hier das Latein in die französische Sprache praktisch entwickelt haben sollte, wo man Übergangsformen finden kann. Ich habe mir den Text angeschaut und ich kann kein Latein, ich habe nie Latein gelernt, aber ich habe Französisch gelernt und ich habe mir den Text angeschaut und ich habe gedacht, das ist ja voll ein französischer Text, da ist überhaupt nichts Lateinisches drinnen. Ich kann natürlich aus meinem Französisch, für viele lateinische Wörter kann ich eruieren, aber der Text, und das war ein Text, der etwa aus der Zeit der Franken um 500 nach Christus geschrieben war, und diesen Text hatte ich überhaupt kein Problem zu lesen. Ich habe nur gemerkt, dass die Schreibweise etwas anders ist, die Endungen anders sind und manche Wörter, so wie auch im Deutschen, dass sie mit stummen H geschrieben worden sind, wo wir heute das nicht mehr machen, oder mit Doppel-D, wo heute vielleicht nur mehr ein D drinnen ist, oder mit einem DT oder ein scharfes S und sind zwei S heute. Sowas kann man auch in der französischen Sprache finden, zwischen früher und heute. Aber die Grammatik, die Vokabeln und die Satzstellung, völlig die gleiche, wie sie heute im Französischen ist. Und da habe ich gedacht, ist sowas möglich? Wie kann ein Professor hier sagen, dass hier in diesen alten Sprache der Franken ein Übergang sichtbar sein sollte von der lateinischen in die französische Sprache? Also kein Beweis dafür. Und jeder könnte das in seiner Sprache versuchen, so weit er zurückgehen kann. Er wird merken, es gibt keine Beweise dafür. Wir haben hier eine ähnliche Situation. Das heißt, dort, wo Sprachen aufscheinen, wo sie das erste Mal schriftlich aufscheinen, stehen sie bereits in einer vollkommenen Sprache da. Und wir können 3000 Jahre zurückgehen, 4000 Jahre zurückgehen, wo 4,5 bis 5000 Jahre, wo die ersten Aufzeichnungen von Sprachen geschrieben sind. Dort findet man eine perfekte Sprache mit Vokabeln, mit Grammatik und bestimmter Satzstellung. Und es fehlt jeglicher Beweis einer Übergangsform. Genauso wie bei den Fossilien bei Tieren.
Das heißt, wir haben Grundtypen, wir haben Tiere. Wo sie erscheinen, sind sie vollkommen ausgeformt. Es gibt auch bei Tieren nirgends einen Hinweis, dass da eine Übergangsform ist, zum Beispiel von einem Fisch zu einem Landtier, das dann plötzlich schön langsam Flügel bekommt, ein Tier, das dann plötzlich da immer größere Flügel bekommt und Federn bekommt. Das gibt es nirgends. Nirgends in der Wissenschaft kann man solche Übergangsformen finden bei Tieren und auch bei Pflanzen nicht. Und dasselbe Phänomen haben wir bei den Sprachen. Die Wissenschaft ist nicht in der Lage, wenn sie ehrlich ist und wenn man den Sprachforschungen nachgeht, kann man da selber etwas erkennen, dass es keinerlei Übergangsformen von einer Sprache zur anderen gibt, wo da die Vokabeln sich dann plötzlich ändern, eine ganz neue Sprache entsteht oder ganz neue Grammatik entsteht. Wir wissen, in jeder Sprache gibt es eigene grammatikalische Regeln. Das kann nicht sich einfach aus primitiven Menschen sich entwickelt haben oder die waren gar nicht fähig dazu. Nach der Wissenschaft wären die ja gar nicht fähig. Das ist alles ein Hinweis, dass hier eine Sprache den Menschen wirklich gegeben wurde. Es ist unmöglich, eine Sprache sich selbst sich entwickeln zu lassen. Und wir wissen aus neuester Geschichte, der Mensch des 20. Jahrhunderts, im 19. 20. Jahrhundert, hat man ja gemeint, man müsse eine Weltsprache erfinden, das sogenannte Esperanto, nicht? Und das ist ein jämmerlicher Versuch gewesen. Da haben Wissenschaftler gemeint, hier eine Sprache zu erfinden mit Wörtern, die angelehnt war sehr an das Lateinische, an die lateinische Sprache. Und man meinte, dass man hier eine solche Sprache erzeugen könnte, die dann auf der ganzen Welt gesprochen werden könnte. Und wir wissen, das Ganze ist jämmerlich gescheitert. Bis heute hat sich das Esperanto nie durchgesetzt. Das ist höchstens das Englisch, das sich in der nächsten Zeit durchsetzen wird, wo man eher den Eindruck hat, dass Sprachen eher verschwinden werden, als dass sie neu entstehen. Ich werde dann gleich noch darauf hinkommen. Das heißt, wir haben in den Sprachen etwas Ähnliches. Es gibt zwar sehr verwandte Sprachformen, wie wir zum Beispiel die Sprachen in Französisch, Italienisch, Portugiesisch und so weiter und Rumänisch, das sind ähnliche Sprachen und jetzt glaubt die Wissenschaft, weil das so ähnlich ist, haben sie einen gemeinsamen Ursprung. Genau das Gleiche macht man bei Tieren und bei Pflanzen, weil es ein Pferd, ein Esel, ein Zebra, Antilopen gibt, ähnliche Tiere, glaubt man zum Beispiel, dass die alle einen gemeinsamen Vorfahren haben. Oder da gibt es Hunde, Wölfe oder Hyänen, ähnliche Tiere, dann glaubt man, die haben alle nur einen gleich gemeinsamen Vorfahren. Oder wenn wir die Katzen, ähnlichen Tiere anschauen, da gibt es Katzen, dann gibt es Tiger, da gibt es Geparden, dann gibt es Panther, dann gibt es Löwen. Und weil die so ähnlich sind, glaubt natürlich die Wissenschaft, die sind alle aus einem Urvorfahren gekommen. Und so gibt es verschiedene Tiere, wo wir sagen, ja, die sind zwar sehr ähnlich untereinander, haben große Ähnlichkeiten, sind aber doch eine komplett andere Art. Ja, können sich untereinander nicht vermehren, weil sie dann praktisch keine Zeugungsfähigkeit haben und es kommt nichts Neues dabei heraus. Dasselbe finden wir in der Pflanzenwelt. Da kann man nicht sagen, weil Pflanzen sich sehr ähnlich sind, haben die alle einen gemeinsamen Vorfahren. Wie man das auch bei der Sprache macht. Nicht? Ähnliche Sprachen, einen gemeinsamen Vorfahren. Nadelbäume gibt es verschiedene. Unmöglich, es ist noch nie aus einer Fichte von selber eine Tanne entstanden, von einer Fichte eine Föhre entstanden. Sind alles Nadelbäume oder Kiefern und so weiter. Ja? Wir wissen, die können sich nur, obwohl sie sehr ähnlich sind, in ihrer eigenen Art unterschiedlich entwickeln, aber zu keiner neuen Art wachsen. Bei Sträuchern und Gräsern überall das Gleiche, bei Blumen nicht. Wir haben das überall. Ich vergleiche das deshalb, weil hier ganz ähnliche Argumente in der Sprachentwicklungsgeschichte verwendet werden von der Wissenschaft, wo man sagt, weil hier so ähnliche Sprachen sind, haben sie einen gemeinsamen Vorfahren und haben sie sich aus einer Sprache heraus entwickelt. Unmöglich. Man müsste sich ja auch die Frage stellen, warum sollten die Menschen, oder ja, man müsste sich ja vorstellen, die Menschen hätten angefangen bewusst, ja, anders zu sprechen,
damit die anderen sie nicht mehr verstehen. Man müsste ja davon ausgehen, dass die Menschen da irgendwo seine Idee gehabt haben, wir erfinden eine neue Sprache, damit das die anderen nicht verstehen. Ich meine, wenn wir das logisch durchdenken, dann wird man sagen, auf so eine Idee würde kein Mensch kommen, ja? Dass eine Sprache entwickelt, nur damit den der andere nicht versteht. Genau das Umgekehrte findet der statt. Der Mensch ist darauf angelegt, dass er immer die Sprache des anderen verstehen möchte. Und deshalb lernt er lieber die andere Sprache, vergisst dann seine eigene Sprache mit der Zeit. Wenn wir jetzt denken, es gibt heute viele Fremdarbeiter in unseren Reihen und in allen Ländern der Erde, die verlieren schon langsam über Generationen ihre Sprache, ihre Muttersprache, weil sie die Sprache aufnehmen, die dort in dem Land gesprochen wird. Und so müsste man sich eigentlich auch das vorstellen. Es ist ein Faktum, und das gibt auch jede wissenschaftliche Studie zu, dass es viel mehr Sprachen schon gegeben hat auf dieser Erde, dass vor Jahrtausenden eine viel komplexere Vielfalt von Sprachen gegeben hat, dass viele Sprachen ausgestorben sind, aber sich keine neuen entwickelt haben. Das heißt, es gibt Beweise dafür, dass es Sprachen früher gegeben hat, die es heute nicht mehr gibt. Genau wie bei den Tieren, dass es heute viele Tiere nicht mehr gibt, die es damals gegeben hat. Also eher eine Reduzierung, ein Aussterben von verschiedenen Arten von Tieren, auch von Pflanzen wissen wir, und allen möglichen Vegetationsbeständen. Genau dasselbe Phänomen haben wir bei Sprachen. Es kommt eher zu einer Dezimierung der Sprachen und nicht zu einer höheren Entwicklung. Dafür gibt es also keinerlei Hinweise. Ich habe hier einen Text gefunden von Dieter Wunderlich, eine Studie in einem Artikel, den er geschrieben hat, Sprachfamilien und die Evolution der Sprache. Vom 4. November 2001, ein Tag der Forschung, hat da irgendwo stattgefunden, wo hier über die Sprachforschung auch nachgedacht wurde. Und da sagt er hier ein interessantes Wort, das den Schluss unserer heutigen Ausführungen gut passt. Er sagt, es gibt heute nun die elektronischen Medien, die den wichtigsten Faktor dafür darstellen, dass gegenwärtig die Zahl der Sprachen und der Sprachfamilien wieder rapide abnimmt. Also man stellt fest, dass eigentlich Sprachen auch heute in unserer beobachtbaren Zeit eigentlich mehr und mehr ausgehen. Es gibt ja da eigene Wissenschaftler, die sich bemühen, alte Sprachen unbedingt zu erhalten, weil es da Stämme gibt, die vielleicht nur mehr aus einigen Familien bestehen und eine eigene Sprache sprechen. Und da ist man bemüht, dass man diese Sprache erhält. Und wir wissen, es gibt auch heute noch viele Sprachen, die überhaupt noch keine Schrift haben. Ja? Und deshalb kann man gar nicht richtig nachvollziehen, weil man die Schrift nicht hat, wie alt diese Sprachen wirklich sind. Und es ist nicht möglich, dass in Afrika in den letzten 2000 Jahren 500 neue Sprachen entstanden sein sollten, wie das in wissenschaftlichen Büchern zu finden ist. Das ist eine Möglichkeit, nicht? Das kann nur auf diese Geschichte von Turm zu Babel zurückgehen, denn alle anderen Erklärungen führen eigentlich ins Nichts. Er sagt hier dann weiter, in 100 Jahren wird man sich fragen, wo all die Sprachen geblieben sind. Vielleicht wird man sagen, dass viele dieser Sprachen nur ein unzureichender Versuch waren, in einer sozialen Gruppe zu überleben. Also so wieder dieser evolutionistische Gedanke, nicht? Dass die Menschen da drauf gekommen sind, um in einer sozialen Gruppe zu überlegen, haben sie sich da eigene Sprachen entwickelt. Also ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir das berücksichtigen, was wir heute Abend hier miteinander überlegt haben. So wie man nachträglich gesprochen schon heute sagen kann, dass die diversen Entfaltungen der Hominiden, also der Menschen und des noch nicht Sapiens Homo, nur zu unreichende Versuche waren, sie sind ausgestorben. Das heißt, viele dieser alten Sprachen, so sagt man hier, sind ausgestorben, war ein Versuch irgendwo, sich eine Sprache zu gestalten, aber das ist eben dann verloren gegangen. Und man ist der Meinung hier, wenn die Welt noch 100 Jahre weitergehen würde, aufgrund dieser internationalen Kommunikation über Computer und so weiter, ja, ist ja leicht nachvollziehbar, dass bald jeder Mensch auf dieser Erde Englisch sprechen wird und dann haben alle eine Sprache oder so. Wäre möglich. Das heißt also wieder ein Hinweis, so wie die Tierwelt immer mehr am Aussterben ist, die Pflanzenwelt immer mehr am Aussterben ist, so ist auch letztendlich die Sprache offensichtlich immer mehr am Aussterben. Nicht eine Höherentwicklung, nicht von einem
Tiefpunkt zum Hochpunkt, von einer Komplexität zu einer, also von einer primitiven zu einer Hochkomplexität, sondern umgekehrt. Das heißt, das ist das, was wir aus einer Auseinandersetzung zwischen wissenschaftlichen Vorstellungen über die Entwicklung der Sprache, die an sich Gott bedient hat, um mit den Menschen zu reden, und dem, was die Bibel darüber sagt, zu welchen Schlussfolgerungen wir kommen können. Das heißt, im Grunde genommen stehen wir hier auch wieder vor einer Frage: Ist der biblische Bericht glaubwürdig? Kann man der Bibel vertrauen? Ist sie hier wirklich von Gott inspiriert? Es spricht eigentlich auch diesbezüglich rein sprachlich nichts dagegen, dass die Geschichte vom Turm zu Babel zum Beispiel, wo diese Sprachenentwicklung sich entwickelt hat, dass sie nicht stimmen würde. Menschen, die das nicht glauben, dass es diese Sprachwunder gegeben hat, beim Turm zu Babel, die werden auch ein anderes Sprachwunder nicht glauben können, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat, also ungefähr 2000 Jahre, 2500 Jahre nach dem Turm zu Babel. Da hat es in Jerusalem diese Geschichte mit dem Sprachenwunder gegeben, dass hier Gott Menschen die Möglichkeit gegeben hat, diese Sprachen, die sie nicht gelernt haben, die aber andere gesprochen haben, da bei dem Pfingstereignis in Jerusalem plötzlich zu sprechen oder zu verstehen. Das heißt, der Gott, der einmal Sprachen gegeben hat, Sprachen verwirrt hat, der hatte offensichtlich kein Problem, diese Sprachen auch zu verstehen und Menschen die Gabe zu schenken, selbst wenn sie die Sprache nicht gelernt haben, sie zu verstehen. Das kann ich aber als Evolutionist nicht glauben. Ein Evolutionist wird auch diese Geschichte für absurd darstellen, und deshalb ein Christ, der gleichzeitig an eine Sprachentwicklung glaubt und an eine Entwicklung von Menschen zum Affen, und deren gibt es ja viele, der wird dann auch ein Problem haben mit dieser ganzen Sprachgeschichte und mit diesen Wundern, die da in der Bibel stehen. Es wird, wenn man jetzt diese Sprachwunder in Babel und das Sprachwunder in Jerusalem damals zur Auflösung dieses Problems nicht glauben kann, dann wird man sehr bald auch die ganze Geschichte von der Sintflut nicht glauben und darüber hinaus die ganze Geschichte von der Schöpfung nicht glauben. Und alle Wunder der Bibel dann letztendlich leugnen. Das heißt, wir stehen in einer, und das ist gerade die Zeit, in der wir stehen. Der Wissenschaft und der Evolutionstheorie ist es gelungen, den Großteil der Menschen, auch besonders im christlichen Abendland, den Glauben an die Bibel zu nehmen. Allein aus solchen evolutionistischen Gedanken. Und einer dieser Probleme ist eben auch diese Vorstellung von der Entwicklung der Sprache, ein absolut genauso evolutionistischer Gedanke, von dem ich meine, dass er wert ist, dass wir uns als Christen auch mit dieser Frage beschäftigen und auch hier vernünftige Argumente bringen können, die auch diese Vorstellung von einer Entwicklung, von einer langen zeitlichen Entwicklung der Sprache irgendwo zu widerlegen. Das, was ich heute hier versucht habe zu tun, ist ein Versuch, ist ein Ansporn, vielleicht, dass sich auch andere mit diesem Thema beschäftigen. Für mich habe ich das durch alle möglichen Dinge durchgedacht. Ich habe natürlich nicht alles im Detail hier bringen können, aber die Grundidee, die großen Linien habe ich versucht hier darzustellen, und ich hoffe, dass es verständlich rübergekommen ist und dass jeder einzelne von euch sich dann vielleicht dann noch weiter Gedanken machen kann. Ich möchte abschließen mit einem Wort, das ebenfalls mit dieser Sprache zu tun hat, denn Gott hat uns hier jedem seine Sprache gegeben, in der wir die Botschaft Jesu, die Botschaft der Wahrheit in dieser Welt ausbreiten sollten. Und da hat uns der Apostel Paulus eine interessante Vorhersage gemacht über das, wie Menschen am Ende der Zeit über diese Botschaft denken werden. Und mit dieser Botschaft, die Gott durch die Sprache uns kommuniziert hat, wie sie damit umgehen werden. Und gleichzeitig ein Aufruf an einen jungen Evangelisten. Er sagt hier: So ermahne ich dich, in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Und weil wir das wissen, dass Jesus kommen wird, zu richten über die Lebendigen und die Toten, nachdem wie ihre Werke sind und wie ihr Glaube war, sagt der Apostel Paulus: Predige das Wort, stehe dazu,
ihr seid zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre, das heißt also die Wahrheit, das was richtig ist, nicht leiden werden. Das was die gesunde Lehre ist, was in der Bibel steht, was uns Gott hier über die Sprache vermittelt hat, die Inhalte, über die wir das nächste Mal dann etwas näher reden werden, welche Inhalte Gott hier vermittelt hat, dass es eine Zeit geben wird, wo die Menschen diese gesunde Lehre nicht mehr leiden werden, sondern sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken. Ist das nicht eine Zeit, in der wir heute mittendrin stehen? Und wenn wir heute nur das Thema der Sprache uns da näher angeschaut haben, dann haben wir auch hier die Möglichkeit, jeder Mensch hat hier die Möglichkeit, einfach sich Lehrer anzuhören, die ihm das vermitteln, was er gerne hören möchte, oder sich Lehrer anzuhören und zu eigen machen, die ihm das vermitteln, was die Bibel sagt, was Gottes Wort sagt. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abwenden, heißt es hier, und werden sich zu Fabeln kehren. Und ich denke, diese Geschichte der Sprachentwicklung, wie sie heute in evolutionistischer Sicht dargestellt wird, ist auch etwas, was man zum Großteil auch hier in verschiedenen Dingen in Fabeln, unter Fabeln einordnen kann. Und ich denke, dass es wert ist, dass wir uns hier Gedanken machen und dass wir uns auch hier von der Bibel Informationen geben lassen und sie vergleichen mit dem, was die Wissenschaft sagt, und wir werden immer wieder drauf kommen, dass die Bibel doch Recht haben muss und Recht hat und dass es durchaus logisch ist, und dass man nicht nur die Augen zumachen braucht und zu glauben, sondern dass es auch mit verstandesmäßigen Überlegungen möglich ist, diesen Worten zu glauben. Hoffe, habe damit einen Ansporn gegeben, auch über dieses Thema nachzudenken. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Wunder der Sprache weiter beschäftigen, nämlich wie Gott über die Sprache den Menschen einen Weg gezeigt hat, wie sie leben sollten und wie dann die Bibel auf diese Art und Weise von Gott tatsächlich in einer bestimmten Sprache eingegeben worden und wie sich dann diese Geschichte der Inhalte, die Gott den Menschen vermitteln wollte, sich weiterentwickelt haben, welchen Auseinandersetzungen sie gegenübergestanden haben und heute noch sind. Gut, damit zum Abschluss heute. Ich darf euch wieder einladen, dass wir mit einem Gebet abschließen und wollen dazu still werden. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir herzlich Danke sagen für diese Zeit, die du uns wieder geschenkt hast. Du hast uns ein Thema vorgelegt, über das es auch wert ist, nachzudenken. Ich danke dir für all die, die jetzt dabei waren, für all die, die das hören werden. Hilf, dass es auch für manche ein Anstoß sein möge, auch von dieser Seite her, dein Wort zu betrachten und es als eine Quelle der Weisheit und der Erkenntnis zu verwenden und alles auszuräumen, was nicht deiner Wahrheit entspricht und was nicht deinen göttlichen Offenbarungen entspricht. Hilf uns, dass wir so unser Leben deutlicher und besser orientieren können und auch einer Welt, die heute von dir weggegangen ist und immer mehr weggeht, dass wir doch zeigen können, dass es wert ist, dieses Buch anzuschauen, das du uns gegeben hast, und daraus Weisheit zu schöpfen, auch für unser tägliches Leben. Danke, dass du uns jetzt weiterhin begleiten möchtest, auch durch diese Nacht, und segne alle, die jetzt diese Themen auch weiter anhören werden, und gib, dass es beim einen und beim anderen auch einen Grund geben kann, dass er mehr in der Bibel liest und dein Wort ernster nimmt. Hab Lob und Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich wieder. Hoffe, ihr hattet Gelegenheit, dem Ganzen recht folgen zu können. Wenn Fragen kommen oder ihr selber Gedanken habt, lasst es mich wissen. Bin auch gerne also sehr an Rückmeldungen interessiert, wenn da irgendwelche Gedanken offen geblieben sind und auch ein gewisser Austausch möglich sein kann. Damit liebe Grüße aus Klagenfurt und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich habe gemerkt, dass mein
Chat da wieder nicht funktioniert hat richtig. Das irgendwas funktioniert da nicht richtig, aber ich hoffe, wir kriegen das auch.